Nachdem wir endlich Emily Wants to Play durchgespielt haben, nach ja, monatelanger Verspätung, wollen wir dasselbe natürlich jetzt auch mit Project Zero Priesterin des Schwarzen Wassers machen. Ne? Oh ja. Ja, wir sind tatsächlich zurück. Man glaubt es kaum, ich weiß, aber wir lassen dieses Spiel nicht einfach so zurück. Wir wollen es natürlich durchspielen, ist doch klar. Auch wenn es wahrscheinlich nicht so wie Emily nur noch eine Folge gehen wird, Nee, also ich weiß sondern nicht. dezent mehr. Ja, vielleicht noch 20 bis 30. Ich Ja. weiß nicht, wie weit wir sind im Spiel. Ich weiß nicht mehr, was passiert ist. So richtig das letzte Mal. Und ja, ich kenne auch die Steuerung nicht mehr. Schön, ne? Ja, auf jeden Fall sind wir hier in diesem Zimmer. Ja, und hier ist Das. unsere Kamera. Hisokas Kamera Obscura liegt auf dem Schreibtisch. Dies ist das einzige Foto in der Kamera Obscura, auf dem etwas zu erkennen ist. Naja, erkennen. Ja. Ist vielleicht zu viel gesagt. Eine dunkle Silhouette, die auf dem Wasser zu stehen scheint. Die anderen Fotos sind unbrauchbar. Sie sind alle schwarz, als ob sie starkem Licht ausgesetzt wurden. Das hilft mir nicht weiter. Vielleicht gibt es mehr Hinweise in Hisokas Zimmer. Okay. Na dann. Überprüfen. Jetzt weiß ich nicht, ob wir das schon gelesen Ja, haben. das ist natürlich so eine Sache. Soll ich es lesen? Nee, ich hab's jetzt Oder? einfach eingeblendet gelassen, fertig so. Das haben wir mal gelesen, als wir das erste Mal so im Zimmer waren damals. Also ich hoffe jetzt, hier kommen jetzt keine Geister. Wir sollten ja safe sein. Ich muss kurz probieren. So, ja, da kann ich den Typ wechseln. Ja, wir haben nur noch Typ 7. Okay. Den haben wir unendlich anzielen. Ja, doch, das sollte schon gehen. Wo war denn Hisokas Zimmer? War das auch hier oben? Oder war das Tja, unten? guck einfach mal nach. Auf jeden Fall regnet es draußen. Ja. Aha. Schönes Foto Ja, gemacht. ne? Schönes Porträt. Isoka. Hier hat sie immer gern gesessen, um sich zu entspannen. Der japanische Stil des Zimmers hat ihr dabei geholfen, Stress abzubauen. Ach ja, wir haben doch das letzte Mal, oder nicht das letzte Mal, aber wir haben, glaube ich, nur ihre Sachen gefunden, ne? Ich weiß es nicht mehr. Vielleicht ist sie jetzt tot oder so, ich weiß nicht. Was? Wir haben ihre Sachen gefunden? Ja, Und im deswegen ist Wasser sie tot. treiben. Ach so. Sie hat sich jetzt, glaube ich, zum Berg aufgemacht und dann haben wir ihre Sachen da Ich dachte, gefunden. du meinst, wir hätten hier ihre Sachen gefunden. Nein. Die Kamera Obscura registriert etwas. Was denn? Ja, okay. Aha, unter dem Bett. Auf dem Foto ist etwas zu erkennen. Das ist die Abstellkammer im Erdgeschoss. Okay, dann gehen wir ins Erdgeschoss. Ich glaube, das haben wir alles schon mal gelesen. Glaube ich. Ja, und wenn nicht, kann man es ja noch mal lesen. Ja, genau. Oh mein Gott, hier sind Sieht aus wie Kleider. Baumstämme. Ja, das könnte es auch sein. Ich dachte, vielleicht kann ich das Radio ausschalten, aber anscheinend nicht. Nun, ich würde sagen, wir begeben uns ins Erdgeschoss. Sie läuft sehr geschmeidig hier. Warum sind die Geister plötzlich in unserer Hütte, Mann? Was war das? Ist etwas in diesem Zimmer? Na, ich hoffe nicht.
Willst du nachsehen? Ja, du willst nachsehen. Ja, das müssen wir doch überprüfen. Hallo. Aber halt immer schön deine Kamera bereit, nicht, dass dir etwas entgegenspringt. Eine alte Akte auf Gepäckstücken. Es scheint sich hierbei um einen Bericht über einen Fall zu handeln, in dem Schatten wahrgenommen wurden. Da der größte Teil entfernt wurde, ist der Rest nur schwer zu entziffern. Subjekt Akari Narumi. Kunde Kyoko Narumi. Relikt persönliches Foto. Details. Resultat Subjekt verstorben. Nichts, was ich dagegen tun konnte. Ein Mädchen in einer Schuluniform. Das Foto wurde bereits so oft zerknittert, dass man das Gesicht darauf nicht mehr erkennen kann. Okay, gut, das war jetzt das Mädchen von vorhin, ne? So viele Uhren da drin. Die hat ja überall Uhren. Die Magieruhren. Also ihre Meisterin hier. Natürlich. War wohl ein recht schwerer Fall. Komisch, dass da auch nichts notiert war jetzt. Sondern nur, dass sie verstorben ist. So, hier ist kein Bett, also kann es ja nicht hier sein. Aber hier ist ein schöner Teppich. Schön immer dieses Quietschen und wie lange das geht, bis sie die Tür aufmacht. Ja, eben ganz geschmeidig und chillig macht sie das. Natürlich, also ich glaube, da geht's raus, oder? Ich bin mir nicht sicher. Wo geht's hier hin? Das sieht eher aus, als würde es dort rausgehen. Oh. Hey, ich habe mich vollkommen verirrt. Ach, das ist der Eingang-Ding. Schon wieder Hisoka. Wenn sie hier als Geist auftaucht, heißt das eigentlich, dass sie wirklich tot ist? Hisoka hat mir jeden Tag nach Ladenschluss eine Tasse Kaffee gemacht. Das köstliche, warme Aroma war immer so beruhigend. Willst du auch einen Kaffee? Oh nein, danke. Ich mag keinen Kaffee. Ja, ich auch nicht. Alleine hier zu stehen macht mich noch immer nervös, da ich noch nie gut mit Kunden umgehen konnte. Ich habe gerade erst gelernt, wie man Kaffee macht und habe nie wirklich Kunden bedient. Ja, ja, das ist aber hier irgendwie der falsche Ort, glaube ich. Ah, hier gibt es ja kein Bett. Ja, das wäre komisch gewesen, wenn dort ein Bett stünde. Na, vielleicht wäre es ja so ein verfluchter Gegenstand gewesen oder so. So ein verfluchtes Bett. Dann kann ja schon eins dastehen. Natürlich. Gut, dann gehen wir halt hier entlang. Eigentlich hätte ich wahrscheinlich auch mal auf meiner Karte nachschauen können. Ach, hier ist ja das Bett. Oh, mach dich gefasst. Es kommt nichts. So. Ein kleiner Schlüssel. Sehr gut. Vielleicht öffnet er die Schublade irgendwas. Ja, von Hisokas Schreibtisch. Aha, staubig alte Unterlagen waren auch darunter. Es scheint sich um eine Anfrage für das Wahrnehmen von Schatten zu handeln. Fall abgeschlossen ist in großen roten Buchstaben darauf zu erkennen. Subjekt Miku Hinasaki. Kunde Sachi Iyami. Iyama, Freundin. Relikt persönliches Foto. Details. Sie verschwand während der Suche nach ihrem vermissten Bruder, aber wurde kurz darauf wiedergefunden. Sie hat ein Kind, der Vater ist unbekannt. 3 Jahre später ist sie wieder verschwunden. Anmerkung, Fotografin, Kunde ist der Vormund ihrer Tochter. Resultat, Suche abgebrochen. Es wurde mehrmals versucht, Schatten wahrzunehmen, doch waren die Spuren zu schwach. Ich vermute, das Subjekt ist noch am Leben, jedoch wird ein stärkeres Relikt benötigt. Es kann durchaus sein, dass das Subjekt nicht gefunden werden will. Ein herzlicher, aber einsamer Gesichtsausdruck. Sie sieht aus, als würde sie sich jeden Moment in Luft auflösen. Aha, noch mehr Seiten. Subjekt Tsumugi Katashina. Kunde, Familienarzt. Relikt, persönliches Foto. Details. Instabile Familie. Gibt sich selbst die Schuld am Streit mit Halbschwester. Scheint sich selbst Verletzungen zugefügt zu haben. Anmerkung. Die strikte Familie kann der Auslöser dafür sein. Der Arzt sollte sich dem annehmen, nachdem das Subjekt gefunden wurde.
Resultat: Suche abgebrochen. Die Familie hat sich mit mir in Verbindung gesetzt. Die Angelegenheit wurde an die Polizei übergeben. Man hat mir ans Herz gelegt, die Ermittlungen einzustellen. Ihr Gesicht strahlt einen Hauch von Traurigkeit aus. Sie wird noch immer vermisst, jedoch hat ihre Familie die Suche nach ihr aufgegeben. Fall abgeschlossen ist in großen roten Buchstaben zu erkennen. Subjekt: Yuri Kazukata. Kunde: Relikt, persönliches Foto. Details: Emotional instabil, nachdem sie Familie in einem Unfall verloren hat. Geht seit einigen Tagen nicht mehr zur Schule. Laut Nachbarn hat sie das Haus wie immer verlassen. Anmerkung: Behauptete, Dinge zu sehen, die für andere Leute unsichtbar sind. Scheint sich nun erholt zu haben. Resultat: In meiner Obhut. Beobachtung notwendig. Hier ist sie sicher, jedoch sollte ihr aufmerksam zugehört werden. Ich werde eine Zeit lang auf sie aufpassen. Ein Foto einer Abschlussklasse. Was für ein intensiver Gesichtsausdruck. Ob ich mich seither wohl sehr verändert habe, mir fällt es noch immer nicht leicht, in den Spiegel zu schauen. Ja gut. Ja gut. Warte mal, was ist das jetzt? Für ein Geräusch. War da noch was? Ist da noch was? Gucken wir mal nach. Ich glaube aber nicht, oder? Nö, es sieht nicht so aus. Nö, keine Ahnung. Glitzert auch nichts. Nix mehr. So, nach oben und dann. Und dann, Wo war das jetzt nochmal? Da hinten, oder? Weiß nicht, aber ich muss schon sagen, ich bin sehr fasziniert von diesem Regen. Ich finde ihn sehr, sehr stimmig. Ich finde ihn wirklich wundervoll. Ja, wirklich sehr, sehr schön. So, wir wollen aber jetzt den Schreibtisch öffnen. So, eine Akte befand sich in der Schreibtischschublade. Sie beinhaltet Fotos und einige Seiten Papier. Subjekt: Haruka Momose. Kunde F. Himino, Freundin. Relikt, persönliches Foto. Details: Kunde und Subjekt waren Stammgäste des Cafés. Ein Gruppenselbstmord wurde zur Zeit des Verschwindens gemeldet. Zusammenhänge sind nicht bekannt. Anmerkung: Ein ruhiges, sanftmütiges Mädchen. Richtet sich gerne nach anderen Leuten. Haruka Momose. Verglichen mit dem Foto, auf dem sie mit Fuyuhi zu erkennen ist, ist ihr Gesichtsausdruck hier eher trüb. Miu Hinasaki, noch eine Person, die auf dem Berg verschwunden ist. Subjekt: Miu Hinasaki, Kunde: Esiyama, Pflegemutter. Relikt: persönliches Foto. Details: Machte sich auf die Suche nach ihrer leiblichen Mutter, die seit der Kindheit des Subjekts vermisst wird. Erwähnte den Hikami-Berg ihrem Agenten zufolge. Anmerkung: Soll übersinnliche Kräfte besitzen. Kunde ist sehr besorgt. Ein Foto einer schlanken und eleganten jungen Frau. Das ist also Miu Hinasaki. Eine Kassette aus einem Anrufbeantworter. Auf dem Etikett zu erkennen sind ein Datum und der Name eines Kunden. Eine Akte einer vermissten Person namens Kazuya Sakaki. Hisoka hat den Namen schon mal erwähnt. Subjekt: Kazuya Sakaki. Kunde: Ren Hojo, Freund. Relikt: persönliches Foto. Details: Verschwindet gerne für ein paar Tage von der Bildfläche. Meldet sich nicht mehr, seitdem er losgegangen ist, um Leichenfotos für Ren zu sammeln. Mögliche Kontaktaufnahme abwarten. Anmerkung: Hinterlässt einen schlechten Eindruck. Ren sehr unähnlich. Kazuya Sakaki, ein Freund von Ren. Jedoch habe ich ihn persönlich nie getroffen. Ach, das ist ein Er. Ich dachte erstmal auch, es wäre eine Sie. Selbst aus dem Foto denke ich, es ist sie. Ja. Na, es sieht nicht so männlich aus. Naja. Na. Ein Tagebuch lag hinten in der Schublade. Es handelt sich hierbei um Notizen über Kunden. Ich habe mich mit einer potenziellen Kundin getroffen. Es ist nicht bekannt, ob das Subjekt tot oder lebendig ist. Sie sagt, dass sie sich wahrscheinlich irgendwo verlaufen hat. Vielleicht wartet sie auf Hilfe. Sie will ihr Haus nicht verlassen, da das Subjekt von alleine zurückkommen könnte. Ich bin aus dem Konzept gekommen und habe etwas Unangebrachtes gesagt. Ich fragte sie, was sie tun würde, wenn wir ihre Freundin finden. Sie lachte und meinte: Es gibt einiges, das ich ihr sagen will, wenn sie zurückkommt. Ihr Lächeln wirkte gezwungen. Die ganze Situation schien an ihr zu nagen. Ich sollte mich wirklich um meine eigenen Angelegenheiten kümmern.
Ich lasse Juri nicht gerne allein, aber dieser Fall hat Vorrang. Ich habe keine Zeit zu verlieren. Ich muss gehen. In dieser Akte wurden Fälle vermisster Personen festgehalten, die Hisoka angenommen hat. Haruka Momose, das ist das Mädchen, nach dem Fuyuhi gesucht hat. Vielleicht kann ich sie finden, wenn ich dieses Foto als Relikt benutze. So, begib dich zum Mikami-Berg. Juhu! Au! Endlich zurück zum Berg! Yay! Das wollen wir doch alle! Hier geht's ja nicht hinunter, aber hier. Ja, dann haben wir jetzt einige Fälle begutachtet. Und es wird jetzt Zeit, wieder aufzubrechen zum Berg, wo wir schon ein paar Mal waren. Tür auf. Ne, falsche Richtung hier. Man muss sich auch zuerst mal wieder zurechtfinden hier. In diesem Ehrenhaus. Und sie macht sich auch auf den Weg. Na, folgen wir ihr doch einfach mal. Hisoka. Diesmal werde ich dich retten. Mit Hilfe der Kamera Obscura fand Juri einige Akten mit Fällen vermisster Personen, die mit dem Hikami-Berg in Zusammenhang stehen. Noch viel entschlossener als zuvor entschließt sie sich, auf den Hikami-Berg zurückzukehren und Hisoka zu finden. Na, ob das gut kommt? Wir werden sehen. Willst du mich verarschen? Das war die Mission? Ja. Ja, das war toll. Jetzt. Ja, okay. Das war jetzt nicht so schwer. Vierter Tropfen. Finde Haruka Momose. Gut, hier gibt es auch keinen Score. Ich wollte gerade gucken, na, gibt es hier auch einen Score? Waren wir gut? Waren wir schlecht? Ja, toll. Guck, hier hatten wir A und A, also heißt das, wir müssen gut sein. Wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen und den vierten Tropfen spielen. Hier gibt es wahrscheinlich dann wieder mehr Action. Wie viele Tropfen gibt es? Episoden Prozent 20. Heißt das, wir haben jetzt ein Fünftel durch? Oder ja. Werden da auch Sachen gerechnet, wie Sachen, die man finden kann oder so? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Also haben wir ein Fünftel des Spiels durch. Anscheinend schon. Ui. Das kann ja was werden. Ja. Naja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.